Wir drehen heute am Rosenmontag. Am Rosenmontag sind nicht alle beschwipst oder sind auf irgendwelchen Karnevalsumzügen, sondern es gibt einige, die auch arbeiten müssen. Dazu gehöre ich und der Marc aus dem Decathlon. Hallo. Hallo. Marc, grüß dich. Wir machen heute einen kleinen Rundgang. Beschreibt doch mal kurz, wo wir sind. Genau, wir sind hier am Decathlon in Saarlouis-Liesdorf. Unser wunderschöner Sportstore im Saarland mit 3800 Quadratmetern Fläche und über 70 Sportarten. Genau. Hier verkaufen wir 120.000 verschiedene Produkte. Genau, ihr seid leicht zu finden, wenn Leute fragen, genau, wo seid ihr direkt denn? Neben Ikea in Liesdorf. Hier ist aber auch der Müller, der Baby One. Genau. Und über Parkplätze muss man sich, glaube ich, auch nicht beschweren. Nee, ja. Es sind, denke ich, so über 1000 auch. Also ist einiges an Platz da. Heute ist Samstag, ist einigermaßen voll. Man kriegt aber immer einen Parkplatz hier, oder? Ja, normal schon. Wir gehen mal rein. Also wer noch nie bei Decathlon war, machen wir einen kurzen Rundgang. Ihr habt unglaublich viele Sportabteilungen. Eigentlich deckt ihr alles ab, oder? Ja, fast jede Sportart, das kann man schon sagen. Falls mal was nicht da ist, kann man es auch über einen Online-Shop auch bestellen. Ist innerhalb weniger Tage da. Ihr seid ja nicht nur in Deutschland, ihr seid in Spanien, in Portugal, in China, Indien. Echt? Ja, weltweit, kann man schon sagen. So. Hauptsitz ist halt Frankreich, da haben wir die meisten Stores momentan. Aber wir werden immer weiter wachsen, auch in Deutschland jetzt 37 Läden mittlerweile. Fahrräder ist ein ganz großes Thema bei euch, oder? Fahrräder sind wir sogar Marktführer, ja. Marktführer, echt? Ja. Bei Fahrrädern? Bei Fahrrädern, ja. Unser Aushängeschild auf jeden Fall. Da haben wir schon einiges da, wie man sieht. Ja, mein Sohn hat ja auch ein Fahrrad von euch. Ja. Und ich habe auch so zwei kleine E-Bikes habe ich geholt, so Trekkingräder. Okay. Ja. Die haben damals, habt ihr die rausverkauft für 999. Aha. Da habe ich direkt zugeschlagen. Ja, die sind schon super, das stimmt. Man ist doch hier sehr, sehr schnell Clubmitglied. Was hat das denn Vorteil, wenn man hier Clubmitglied ist? Zunächst brauchen wir mal keine Rechnung mehr aufzuheben, alles papierlos. Ja. Wird alles auf der Kundenkarte gespeichert. Und man kann halt Punkte sammeln, pro Euro Umsatz einen Punkt. Und bei 400 Punkten bekommt man automatisch einen 6 Euro Gutschein per E-Mail. Jetzt die Preise. Decathlon ist ja dafür berühmt, wirklich preiswert zu sein und preisgünstig. Ja. Wie geht denn das immer? Es ist durch ständige Optimierung der Produktion. Keine Zwischenhändler haben wir dazwischen, die irgendwie die Produkte noch verteuern würden und haben halt eigene Entwicklung. Das ist halt ein großer Vorteil. Was ist dein Spezialbereich? Was machst du gerne? Ich bin im Naturbereich tätig, also Angeln, Reiten und Jagd. Und am liebsten angel ich auf Karpfen. Das ist so meine Passion. Wo denn? Wo denn? An der Saar und im nahen Frankreich. Das sind auch schöne große Gewässer, Naturseen. Stimmt. Das macht schon Spaß. Bin gerne draußen. Und das merkt man auch, dass dein Job dir dann Spaß macht. Und du kannst genau, das ist halt Hobby zum Beruf gemacht sozusagen. Ehrlich? Ja. Cool. Das ist halt schon ein Vorteil. Also es gibt halt was zu gewinnen. Und zwar müsst ihr uns sagen, aus welcher Abteilung ihr gerne einen Gutschein gewinnen wollt. 100 Euro schießen wir raus. Das wäre zum Beispiel jetzt die Fahrradabteilung, Helme. Jetzt 29,99, da kann man sich nicht beschweren. Also wer jetzt noch hinfällt, Kopfnuss kriegt und sagt, der Helm war zu teuer. Nee, da gibt es keine Ausreden, das stimmt. Ausreden, ja. Nee. Mal gucken, was das Fahrrad hier kostet. 249 Euro. Genau. Ist das ein Fahrrad, so ein Jugendfahrrad nehmen kann? Ja, so ein Jugendmountainbike. Für Freizeit. Jetzt nicht zum Rennen fahren, aber für den täglichen Gebrauch. Trotzdem Samstag jetzt. Ah nee, Samstag Montag. Ist ja nicht, ist ja Rosenmontag, Montag. Aber es fühlt sich an wie Samstag heute. Das stimmt, ja, ist auch ein bisschen Samstagsbetrieb heute. Viele Leute, die frei haben. Ja, wir haben uns heute mal den Tag rausgepickt, da ist ein bisschen weniger los, weil normalerweise hier samstags ist schon. Oder? Ist schon die Hölle los. Das stimmt, ja. Es sind ja bestimmt noch Leute da, die noch nicht im Decathlon waren, oder? Die ab und zu mal reinkommen? Ja, gibt's schon noch. Neue Kunden, klar. Und was sagen die so, wenn die das erste Mal reinkommen? Also sind schon überrascht von der Größe zunächst mal. Ich meine, 4000 Quadratmeter Sportladen gibt es nicht so häufig jetzt im Saarland. Ne? Eigentlich gar nicht. Und das kann einen schon erstaunen und auch manchmal ein bisschen verwirren. Deshalb versuchen wir, die Kunden auch zu leiten durch die Beschilderung im Store, dass jeder zu seinem Produkt findet. Kann es sein, dass das hier der erste Store war in Deutschland? Hier Der dritte. Zuerst kamen zwei in Dortmund. Und dann haben 1998 wir eröffnet in Saarlouis als dritter Store. Ich guck mal ganz kurz hier. Das hier sind Radhosen? Oder? Genau, ja. 17 Euro, 18 Euro hier. Mhm. Ihr habt eine extrem interessante Garantie. Also mir sind mal Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Wir haben da kam ich irgendwie zurück und genau. Ihr seid da relativ unkompliziert, oder? Sehr kulant, würde ich sagen. Ja, also wir haben 30 Tage Zufriedenheitsgarantie. Das heißt was? Das heißt, man kann jedes Produkt kaufen.
ausprobieren draußen nach Lust und Laune. Und wenn man irgendwie nicht klarkommt oder nicht zufrieden ist mit dem Produkt, kann man es zurückgeben und man bekommt sein Geld zurück. Also Kauf ohne Risiko sozusagen. Ich habe eine Maske, habe ich mal mitgenommen, jetzt im Urlaub. Ich war praktisch im Winterurlaub im Süden, sagen wir es mal so. Du was machen, mein ja? Sohn, der hatte eine spezielle Maske. Da konnte man unter Wasser tauchen und das Feld war komplett frei. Easy Breath. Die habe ich eigentlich nur bei euch gesehen bisher. Ja, es ist eine Innovation von uns selbst. Also die ist auch nur bei Decathlon erhältlich. Okay. Zumindest solange wir das Patent haben. Wir sind jetzt wo? In welcher Abteilung? Jetzt sind wir gerade bei der Running-Abteilung. Aber wir gehen hier mal durch. Mhm. Ganz kurz. Running heißt Schuhe. Zum Laufsport, genau. Zum Laufsport. Leichtathletik, Marathon. Und was heißt hier 9,99? Das ist so unser Bestpreis. Wir wollen ja Sport jedem ermöglichen. Und ab 9,99 Euro bekommt man bei uns schon einen Laufschuh. Der funktioniert auch. Der funktioniert auch, ja. Auf jeden Fall. Dafür haben wir die Zufriedenheitsgarantie. Soll der nicht funktionieren, gibt's das Geld zurück. Ihr habt eine große Anzahl an Mitarbeitern. Wie viele Leute arbeiten hier? 60 ungefähr. Bis 70. Kommt immer auf die Saison an. Aber sind schon ein paar Leute. Zeigt, dass man gerade auch so die Farben und so weiter. Das findet man natürlich auch bei anderen Herstellern, ja, die vielleicht etwas teurer sind, aber so in Sachen Mode und Farbe, da seid ihr immer top aktuell. Ja, schauen wir. Wollen wir ja mithalten. Top hier für 12,99. Ja. Also nochmal kurz zusammengefasst heißt das, ihr habt eine Zufriedenheitsgarantie, das heißt die Sachen, die ich hier kaufe, kann ich im Prinzip, wenn ich nicht zufrieden bin, binnen 30 Tagen, genau, kann man sie zurückbringen und erhält sein Geld zurück. Können auch 31 Tage sein oder 33. Ja, ich habe das schon gehört, dass ihr da, nicht so ganz genau seid. Nee, ja. Genau. Was mir passiert ist, ich war in Spanien im Urlaub, hatte mir dort ein Klapprad gekauft, war nicht so ganz zufrieden damit, weil irgendwie der Lenker war so gerade und so. Und ihr habt das zurückgenommen hier in Liesdorf ja, und habt mir das Geld zurückgegeben. Ja. Ich stand da und habe gedacht, jetzt habe ich das in Spanien gekauft, da gibt es vielleicht ein Problem oder irgendwas. Nee, also kann man weltweit umtauschen. Kann man in China kaufen, hier umtauschen oder umgekehrt. Wir wollen halt begeisterte Sportler. Und das ist nicht nur so ein Spruch, sondern egal wann ich hierher gekommen bin, gelebt, ja. ihr tauscht um, ihr macht, ihr seid ultrakulant, aber das ist vielleicht auch ein Teil des Konzeptes, dass die Leute immer wieder gerne wiederkommen. Das hebt uns von Mitbewerbern ab, ja, genau. Das ist was? Das sind jetzt Inliner bzw. Skateboard-Helme. Die man natürlich gerade als Inliner und Skateboard anziehen sollte. Dringlichst, ja. Ach, ihr habt doch Schlittschuhe hier. Schlittschuhe haben wir auch, ja. Leider keine Eishalle mehr seit früher. Die in Dillingen hat geschlossen. Die letzte quasi. Wegen Baumängeln, ja. Da hoffen wir, dass sich da immer noch was bewegt. Jetzt sind wir natürlich hier. Wir wären das einzige Bundesland ohne Eishalle. Quasi noch im Winter sind wir hier. Genau. Was mir auch auffällt, ist die Kids, die hier so irgendwie rumspielen. Aha. Die können sich ja hier nach praktisch... Man kann jedes Produkt Herzen, ausprobieren. Genau. Einfach Sachen ausprobieren. Genau. Ich zeig's mal ganz kurz. Ja, Longboards, Skateboards, Roller, Fahrräder. Auch mal hier im alles Laden zum nochmal Testen. Ausprobieren. Genau. Mal fahren. Das habe ich auch schon des Öfteren erlebt, dass die einfach mal so rumgehen. Fitnessgeräte habt ihr? Ja, haben wir auch. Ich glaub, wer nicht unbedingt ins Studio muss, der kann auch hierher kommen. Ich glaube, wir kommen auch so ganz langsam in deine Abteilung. Genau. Tennis. Ich gehe mal noch einmal ganz kurz hier durch. Ja, da kann ich nichts zu sagen zu Tennis. Ich kenne das nur so aus den 70ern, 80ern. Ja, ist nicht mehr der Trendsport, aber es gibt noch genug Kunden, also bieten wir es an. Ne? Ach, Badminton, was sind das für Schuhe? Das sind Tennisschuhe jetzt. Okay. Genau. Die ich aber auch im Prinzip für alles nutzen könnte. Oder ja, zum jetzt Laufen speziell? Jetzt vielleicht nicht, da sind sie von der Dämpfung nicht stark genug. Die sind halt eher auf Seitenstabilität ausgelegt, für Stops und so weiter. Mhm. Also zum Laufen würde ich lieber einen spezifischen Laufschuh nehmen, einfach um die Gelenke zu schonen. Und wenn ich jetzt mal nicht so ganz sicher bin, dass ich irgendwas so richtig einordne und so weiter, hier rennen ja andauernd irgendwelche Leute rum, die mich auch beraten können. Genau, oder? Genau, das auf jeden Fall. Volleyball. Also wir versuchen auch immer Leute zu finden, die ihr Hobby auch in der Sportart betreiben, wo sie auch arbeiten dann. Also wir wollen nicht unbedingt einen Fußballer zu Tennis stecken.
damit die Passion da ist. Ich zeig's mal gerade hier, die Bälle kosten 1,99 €. Mhm. Das ist ein Eigenmarkt. Volleyball, genau. Das gibt's da. Okay. Das ist eigene Herstellung, eigene Entwicklung. Und das hier, das ist was? Das ist die Fußballabteilung jetzt, ja, genau. Ich fahre Mountainbike. Also Fußball war nie so mein Thema, Bruder. Ja, ich angle halt und fahre auch Mountainbike. Der ist mehr so mein Ding, nicht der Teamsportler. Wobei so im Nachhinein, glaube ich, war das eine recht gute Entscheidung, weil ich nur noch Kollegen habe in meinem Alter, die irgendwelche Knie und andere Probleme haben. Ja, das stimmt. Das geht schon auf die Knochen, ne? Mal gerade so ein Fußballschuh hier, kostet 27 €. 26,99 €. 26,99 €, genau. Auch hier Bälle. Das ist was? Ein Fußball? Das ist ein Fußball, ja. Für 2,99 €? Ab 2,99 €, Bestpreis, genau. Wie cool. So, jetzt dürfte dir das Herz aufgehen hier. Genau, ja. Schönste Abteilung. Ist natürlich, ich bin aus Amerika, ich bin Halbamerikaner, da sind natürlich solche Abteilungen, die haben da mal eben mal so 2000 Quadratmeter, aber die hier ist auch schon recht groß. Ne? Ja, also ist die größte bei Decathlon in Deutschland. Das liegt auch ein bisschen an dir, oder? Ja, genau. Es wird auch viel hier im Saarland geangelt, oder? Ja, sicher. Viele, die halt im Saarland angeln, dann die Grenznähe zu Frankreich schon mal keinen Angelschein braucht. Ja. Dadurch haben wir halt hier sehr viele Angler in der Umgebung. Wenn ich noch nie das gemacht habe, darf ich dann vertrauensvoll zu dir kommen? Gerne, und du gerne. Erklärst mir mal, ich was das für eine Angel ist. Ich werde es bestmöglich erklären, ja. Einschlagerangel, wie sieht die aus? Da haben wir auch so Komplettsets hier vorne. Ja, die haben wir hier. Das ist komplett die Angel mit Rolle und allem Zubehör, was man braucht. Das heißt, ich könnte jetzt in Frankreich starten. Einen Köder mitnehmen, Maden oder Wurm, ein bisschen futtern, direkt loslegen. Ich sehe mal die Leute dann unten an der Saar, die so extrem tiefen entspannt neben dem Radweg sitzen und dann einfach mal so ein paar Stunden nichts machen, eigentlich angeln. Genau. Ist das so der Grund? Ja, Natur genießen. Ist entspannt, oder? Entspannen, ja. Cool. Es geht aber auch natürlich auch hier rein in den Profibereich. Ja, kann man sich dann Angeln und Rollen selbst zusammenstellen. Verschiedene Schnüre, Schwimmer, Kunstköder, haben wir eigentlich alles da soweit. Wie gesagt, mit der größten Auswahl in ganz Deutschland, hier in Liesdorf. Da so ein Bett, wozu ist das? Das ist für die Karpfenangler, so wie ich es bin. Da bleibt man auch gerne mal ein paar Tage am Gewässer. Und nachts muss man dann ja auch mal schlafen. Ne? Dann baut man sein Zelt auf und sein Bett, seine Liege. Und das geht so ein paar Tage auf einer Liege? Das ist schon komfortabel, wirklich. Okay. Besser als manches Bett. So, gehen wir nochmal Gas. Ihr habt ja wirklich alles hier fürs Angeln. Ja, schon. Nicht alles, aber fast alles. Um alles zu haben, wären dann auch wir zu klein. Was ist das hier? Das ist jetzt Grundfutter. Damit kann man Teig anmischen. Und die Fische zum Angelplatz locken. Die gemeinen. Ja. Und die kommen dann? Und dann Fallen stellen, genau. Sind sie dran. Hier haben wir Lebendköder, genau. Was Maden, Pinkies, Würmer. Okay. Ja. Je größer der Köder, desto größer der Fisch. Ne? Ist das so? Ja, kann man schon so sagen. Was ist das da hier? Das sind Boilies, das sind Teigkugeln zum Karpfenangeln speziell. Um kleinere Weißfische auszuschließen und den Zielfisch, den Karpfen, zu fangen. Und bei dir war das Glück schon dieses Jahr Holt, oder? Nee, noch nicht bisher. War noch sehr kalt. Eis ist ja gerade erst eine Woche weg vom Gewässer. Und es geht wann los, wo das Angeln? Sobald kein Eis mehr auf dem Weiher ist. Aber der richtige Saisonstart für die meisten Menschen ist so Karfreitag mit Ostern, Forellen angeln. Da merkt man einen richtigen Run auf die Angelprodukte. Ich denke mal, dass das nicht zum Angeln, sondern zum Jagen. Das ist jetzt die Jagdabteilung, genau. Damit man nicht versehentlich im Wald erschossen wird. Richtig, ja. Knallorange. Die Jäger sehen einen und die Tiere nicht, weil die die Farben nicht sehen. Ne? Ah, die sehen die nicht? Nee. Okay. Das ist Reiten, oder? Das ist dann Reiten, ja, genau. Das ist jetzt alles rund ums Pferd. Ist die jetzt neu, die Abteilung? So in der Größe? Nö, haben wir schon länger. Immer so. Ja.
Halfter und Strick im Set für 19,99. Genau. Heißt, es muss nicht immer 300 Euro kosten. Nee, dann das muss es nicht, das stimmt. Was ist das hier? Das ist ein... Das sind dann die Stricke nochmal einzeln und die Halfter. Wie cool. Nur hier die Putzkisten, damit die Pferde immer schick sind. Natürlich in den Farben. Passend zum Halfter. Wo man natürlich so leicht auf die Idee kommen könnte, dass Pferdesport Frauensport ist. Ja. Ja. Zum größten Teil. Zum größten Teil, ja. Ach, hier ist noch eine Reiterabteilung. Genau, das ist dann alles für den Reiter an sich. Also Stiefeletten, Chaps, Stiefel, Helme, Schutzwesten, Bekleidung. Auch hier für 9,99. Genau, also auch hier wird der Einstieg günstig erleichtert. War. Genau. Was mir bei euch auch gefällt, ist, ihr habt Ware für den Einstieg. Das heißt, jeder kann in der Sportart auch mal ausprobieren, ohne genau. ein Vermögen auszugeben. Genau. Ihr habt aber auch die Profisachen. Ja. Also das heißt, speziell im Funktionsbereich, also wenn ich jetzt rausgehe, gibt es Jacken, die auch wirklich winddicht sind, wasserdicht. Das auf jeden Fall. Da gehen wir auch gleich mal hin. Schutzbekleidung, ganz wichtig. Da war ich jetzt natürlich noch nicht in der Reitsportabteilung, weil es mich jetzt nicht betroffen hatte. Hier die Sandsäcke. Genau. Jetzt sind wir in der Fitness. Das ist der Fitnessbereich, ja. Ah, ich gehe mal kurz hier rum, dann machen wir mal gerade einen Schwenk. Das heißt nicht nur Eigenmarken, ihr habt auch die namhaften Hersteller. Genau, die namhaften Hersteller haben wir auch im Sortiment. Ist das so, wenn ihr jetzt irgendwas seht, was jetzt die Kunden verlangen, was ihr noch nicht habt, dass ihr das selbst noch einbringen könnt? Also das kann man schon machen, klar. Wir stehen da im Austausch mit der Produktion, mit den Sortimentsmanagern. Gibt es das auch wieder? Ja. Da kommen die Kraftsportler auf ihre Kosten. Natürlich auch die Sporttaschen. Genau. Mehr vor wie Sylvester Stallone jetzt gerade. Nee. Und da ist sie. Das ist natürlich das, was alle Eltern irgendwann mal kaufen müssen. Auch wir sind genau, jetzt genau. Ist mal gezwungen, ne? Das Trampolin. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass da einige weggehen, oder? Bei euch? Ja, sicher. Auf jeden Fall. Der 420, das ist schon so das Luxusmodell, oder? Das sind 4,20 Meter. Ja, das sind 4,20 Meter, genau. 300 Euro. Können dann auch schon mehrere Kinder drauf. Ne? Und die sind auch vorrätig immer, oder? Die sind immer vorrätig, genau. Jetzt ist bald März. Also ich kann es kaum erwarten, dass es endlich geht's mal wieder... Geht's bald raus, ja. Ja, es muss warm werden. Ich habe jetzt den ganzen Winter, ehrlich gesagt, ein bisschen satt. Alles grau. Ja. Die Gymnastikabteilung. Was sind das hier für Boxen reduziert? Das sind, so das sind dann die Auslaufmodelle, genau. Wenn Kollektionswechsel ist, reduzieren wir die Auslaufmodelle und verkaufen die günstig an Kunden. Kann man auch immer das ein oder andere Schnäppchen machen. Wir sind jetzt wo? In welcher Abteilung? Das ist die Fitnessbekleidungsabteilung. Immer noch? Genau. Quasi. Eben das war Hardware, die Geräte und jetzt das passende Outfit für Studio und Freizeit. Natürlich auch ein Herz für Kinder habt ihr immer. Genau, genau. Ja, es ist ziemlich gemein, wenn man eigentlich hier reingeht. Man kann eigentlich gar nicht rausgehen, ohne nichts zu kaufen. Ich glaube, irgendwas findet man ja, wenn man überall durchläuft. Das hier ist ein cooles Beispiel. Das ist eine neue Eigenmarke, nehme ich an. Die wird wie ausgesprochen? Domius. Domius. Nennt sich das, ja. Da kostet hier ein T-Shirt 3,99 €. Ich muss fairerweise sagen, ich selber habe auch gerade eins an. So soll das sein. Oder hier eine Hose für 4 Euro. Die auch wirklich funktioniert. Also ja. Ich habe mir in der Mangelung habe ich mir Unterhosen mal bei euch gekauft. Die kosten irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Euro, die blauen und die schwarzen. Und da ist mittlerweile der ganze Schrank mit voll. Irgendwann mal. Die auch ziemlich haben sich gut sind. Etabliert, ja. Ja. Ja, klar. Ist auch Fitness noch hier, oder? Genau.
jetzt der Damengang. An den Farben. Für die Ladies, ja. Genau. Zu sehen, aber hier sieht man auch hier Trainingshosen. 15 Euro geht's los. Das heißt, aufgrund der Zufriedenheitsgarantie macht es für euch gar keinen Sinn, irgendwas zu produzieren, was nicht qualitativ... Nee, würden wir uns ins eigene Bein schießen, wie man so schön sagt. Das stimmt. So, es gibt was zu gewinnen. Wenn auch Sie jetzt die Abteilung schon gesehen haben, einfach die Abteilung nennen als Kommentar unter Facebook. Entweder auf der Saarland-Fernsehen-Facebook-Seite oder auf der Emildora@Saar-Seite bei Facebook. Und genau die Instruktionen, wie es funktioniert, das findet ihr dann auf der Facebook-Seite selber. Hier ist immer noch Fitness. Immer noch Fitness, immer noch Damen. So, ich schwenke mal hier weg, dass man hier niemanden sieht. Genau. Die wird gerade umgekleidet. Sind die neu hier, die Umkleidekabinen? Oder? Wir sind momentan am Umbauen, deshalb sieht es auch nicht so optimal aus. Wir sind im Wandel auf Frühjahr, Sommer. Das ist auch relativ viel Arbeit, oder? Ja, schon. Was mir hier gut gefällt bei euch ist, ihr habt so eine laufende Inventur. Bei euch hat, glaube ich, jedes Produkt hat so einen RFID-Tag. Genau. Wo ihr auch wirklich so auf Knopfdruck eigentlich mehr oder weniger, oder wie lang ist die Inventur bei euch bei 1,2 Millionen Artikeln, die ihr habt? Dauert es ein, zwei Tage? Nee, oder? Nicht ganz. Ist normal festgelegt auf 3 Wochen. Auf 3 Wochen? Ja, aber es ist nur mal ein Bruchteil pro Tag aufzunehmen und halt zu kontrollieren. Also es ist schon, erleichtert schon die Arbeit. Ihr seid ja praktisch Vorreiter weltweit, RFID-Tags. Was den Vorteil hat, im Prinzip hat jeder Artikel eine eigene Seriennummer. Genau. Und sobald er durch die Kasse geht, wird er nachbestellt und nachgeliefert. Vollautomatisch. Richtig. Was hat das hier mit Tauchen zu tun, die Jacken? Das sind Tauchjacken, oder? Ist eigentlich jetzt Segelsport. Okay. Genau, es sind wasserdicht, winddicht. Für 14,99? Für 14,99, ja. Wie krass. Und das ist der Bikini? Nee, das ist aber jetzt nicht für 2,99 der Bikini. Ich nehme an, dass das hier dieses Tuch ist. Nee, das ist für 2,99 der Bikini. Käse, oder? In verschiedenen Farben, ja. Echt? Mhm. Ah, der kostet echt 2,99? Ja. Das ist nicht FKK-freundlich, ne? Und der geht auch? Der verkauft sich auch, ja. Kann man direkt 4 Farben mitnehmen, statt nur einer. Zum Wechseln. Das Waschen ist teurer. Ja, man muss ja auch sagen, auch die Sachen für 4 Euro halten. Jetzt 10, 20, 30, 40 welchen. Klar, das mal ausprobieren. Das ist diese Maske, wo ich am Anfang erzählt habe. Genau, die EasyPrep. Ja. Wo mein Sohn so begeistert ist. Der ist 4-jährig. Am Anfang war er so ganz, ganz vorsichtig, ist dann untergetaucht. Man kann wirklich, wenn die Maske natürlich passend ist fürs Gesicht, es gibt, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Größen. Genau. Und dann setzt man die auf und geht einfach. Atmen wie an Land. Ja. Und das funktioniert richtig gut. Kostet die 35 Euro, ne? 29,99. Die haben wir im Preis nochmal gesenkt, ja. Das ist wirklich eine lohnende Anschaffung. Also wenn man, egal wo, jetzt nach Mallorca fährt oder so, oder irgendwas, so kleine Kinder hat und einfach mal unter Wasser gehen möchte, das funktioniert. Vor Ort ist es natürlich viel teurer, oder man kriegt die gar nicht, ja. Wir haben in Palma ja auch einen Store. Also in Mallorca wird es noch gehen, klar. Ist der neu in Palma? Nö, gibt's schon länger. Mir ist noch aufgefallen, dass ihr in Spanien natürlich unglaublich viel habt für Wassersport. Genau, ja, ist halt immer angeglichen auf den Gebrauch, der nachgefragt wird. So eine Thermokleidung für Unterwasser, auch hier gerade für die Kleinen, die ja immer gerne mal kalt haben. Gerne mal frieren, ja. 15 Euro. Ich nehme mich da aber auch nicht aus. Hallo. Schwimmen dann. Wir machen einen Rundgang mal ganz kurz, ja. Filmen den. Das sind übrigens, ich zeig doch mal ganz kurz diese Schwimmärmchen, die hat mein Sohn, die man immer wieder sieht. Mhm. Was mir gut an denen gefällt, ist, dass sie innen keinen Kunststoff haben, sondern hier Textil. Genau. Und die tragen sich halt Tragekomfort angenehmer. Sau gut. Ja. Also kosten 7 Euro. Lässt sich auch besser an- und ausziehen, wenn sie nass sind. Das war aber wahrscheinlich auch so eine entsprechende Entwicklung, die die Sachen bei euch mitmachen, ja. Genau. Ja, man bekommt ja auch Kundenfeedback, Mitarbeiterfeedback, und dann kann man einiges umsetzen.
Also man sollte eigentlich, wenn man so das erste Mal hier ist, wie viele Stunden einplanen? 2-3 Stunden schon, oder? Ja, kann man schon. Gerade ja. Wenn man so Kinder mitnimmt. Hm? Vielleicht ganz kurz, das ist jetzt welche Abteilung hier? Wo sind wir hier? Das ist immer noch Schwimmabteilung. Für Babys hier. Genau. Süß, ne? Ja, ist total süß. Für 7,99 oder hier die kleine Schwimmhose hier für den 12 Monate. Man sollte allerdings das Kind mitnehmen, weil das sind ab und zu mal so die Größen, die fallen mal ein bisschen größer, genau, mal ein bisschen kleiner, ja. Aber wie es halt überall so ist. Das ist ja normal, am besten anprobieren. Zumal ihr in Frankreich seid ihr ja auch, ja, ab und zu mal, da ist es so, dass mein 4- oder 5-jähriger Sohn, der hat ja schon Größen, so 8- oder 9-jährig. Also es fällt dann kleiner aus, das ja. Kleiner der Durchschnittsfranzose aus. Ist einfach kleiner. Die Adiletten. Natürlich interessant, ihr habt ja nicht nur ein oder zwei, ihr habt dann alles. Das ist das kleine Wintersortiment noch, das wird noch mehr. Ja? Genau. Wohlgemerkt, das ist jetzt ein anderer Gang wie der Gang eben. Aquafitness. Ja, man sieht es jetzt so langsam. Wir kommen jetzt auf der anderen Seite wieder in die Fahrradabteilung. Hier haben wir ein paar Schwimmbrillen. Ja, die zeige ich auch mal kurz. Zwei oder drei. Zwei oder drei. Zwei oder 300 wahrscheinlich. Auch hier gilt anprobieren, probieren über studieren, richtig, oder? Richtig, ja. €19,99, das ist jetzt eine Segeljacke, das war genau. Praktisch so eine ähnlich wie die, die wir drüben hatten. Ganz oft ist es aber so, dass man auch Sachen, wenn ihr jetzt steht, segeln und so weiter, die gefällt einem. Das kann man auch zum Wandern anziehen oder Freizeit für die Stadt, ja. Steht's. Es muss also nicht immer 100 Euro sein hier. Nee, das stimmt. Ja, das ist auch faszinierend. Also über diesen Rucksack spricht, glaube ich, die ganze Welt. Ja, das ist der 1,99 Euro Rucksack. Genau. Der auch, ich glaube, 10 Liter hatte. Ich guck mal, ja. Genau. Der hat 10 Liter, ja. Der hat genau. 10 Liter und darf mich meine Frau schon direkt, du bist ja heute im Decathlon, bring noch so einen Rucksack mit, ja. Und das sind natürlich auch so Sachen, die man sich gerne mal auf Lager legt, ja, falls man mal Besuch kriegt und so und die wandern mit und so weiter. Und packt denn so auch mal so Kopflichter aus, ja, die kosten bei euch, glaube ich, 5 Euro, die LED-Kopflichter. Genau, ja. Und Rucksäcke, das ist natürlich schon. Dann nochmal eine Sache für sich. Ja, vom Freizeitwanderer bis zum Trekking können wir auch jeden Gebrauch abdecken. Die gute Kühlbox, aber wenn dann auch schon gleich die von Campinggas. Das sind so ein bisschen so die Eigenmarken. Genau, das ist nochmal ein Innovationsprodukt, die ist aufblasbar, also wirklich vom Packmaß. Ach, das alles? Sehr kompakt, ja. Und ich blase die auf. Die bläst man auf, hat einmal Wärmeisolierung. Und man kann es halt überall verstauen, dann, wenn man Luft rauslässt. Prima. Und mal in die Kochabteilung. Zum Zelten wandern. Zum Zelten, genau. Wandern und das ist jetzt auch. Das ist Wandern, Bergsportbekleidung, genau. Okay. Outdoor, Freizeit. Weil im Prinzip sind es solche Hosen, die man ja von anderen Herstellern auch mal gerne sieht für 120. Doppelte bis dreifache, genau. Was macht dir am meisten Spaß hier bei Decathlon zu arbeiten? Was ist so? Der Umgang mit Kunden, dann das Team insgesamt. Wir haben halt immer ein super junges, harmonisches Team und ja, dass einfach mein Sport mein Hobby ist, ne, sozusagen. Mhm. Und ich das mit der Arbeit verknüpfen kann. Also man geht gerne auf die Arbeit hier. Und du machst das Ganze jetzt schon seit rund 10 Jahren hier, oder? Seit 19 Jahren im August. Ich glaube, ich zeig dich nochmal ganz kurz. Ja, seit Eröffnung. So sieht er aus. Genau. Seit 19 Jahren, das heißt, du hast mit 10 Jahren hier angefangen, oder? Ja, fast. Fast. Bisschen älter war ich.
Das mag ich immer so. Die Ecken hier so 7,99. Mhm. Aber was ist das jetzt für 7,99? Ein Vlies? Das ist jetzt ein Vlies, genau. Ganz viel Schneeschuhe. Zum Wandern oder um sich auf die Couch zu legen. Garten sitzen, eigentlich für alles. Zum Schwenken. Das ist halt auch wärmeisolierend, atmungsaktiv. Für 8 Euro. Für 8 Euro. So, das sind jetzt... Die Schuhe habe ich selber zu Hause. Aha. Da habe ich auch, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Größen immer da, wenn ich Besuch kriege. Das sind wahrscheinlich die Mädelsschuhe, oder? In dem genau, Rosa. Genau. Das gleiche gibt es ja noch als Herrenmodell, ja. Als Herrenmodell. Jetzt überlege ich gerade, wie viele Sachen ich schon von euch habe, ja, wenn ich jetzt so rumgucke. Und die waren natürlich jetzt preislich auch für gerade mal 13 Euro. Da... Ja, warme Füße für 13 Euro. Auch so Wandern, ich sag mal so die Marken, die jetzt zunächst mal extrem günstig erscheinen, die funktionieren auch. Also ja, sicher. Es ist so, dass ja viele dann vielleicht Angst haben, ja, einen Schuh hier für 50 Euro, den ich dann in einem anderen Fachgeschäft dann vielleicht für 250 sehe oder so. Aber so zum Einstieg, die funktionieren, die sind klasse. Wo ist da nochmal ganz konkret der Unterschied zwischen jetzt einem Markenmodell, was ich eventuell dann für 100 Euro kaufe? Ja, wir haben halt zum Beispiel keine Zwischenhändler dazwischen, eigene Produktion. Und das spart natürlich enorm Kosten. Keinerlei Vertreter oder Händler nochmal, die Geld mit einstreichen. Und so können wir das komplett als Vorteil an den Kunden weitergeben. Und wer dann natürlich kein Problem hat mit einer Eigenmarke, die natürlich Leute schon kennen hier im Saarland, wenn da jetzt natürlich diese Marke erscheint, dann weiß der eine oder andere, das ist eine Decathlon-Marke, aber ist schon, es gibt auch ganz viele, denke ich, ja. Das ist auch ganz vielen noch ziemlich egal, oder? Was da jetzt letztendlich draufsteht. Hauptsache, es funktioniert, ne? Ja. Solange die Füße nicht wehtun, ist egal, was draufsteht. Das Ganze haben wir dann auch für die Kinder. Hier so kleine Stiefelchen. Genau. So, und jetzt kommen wir so langsam mal dem Ende zu. Wobei mein rechter Arm auch langsam schwer wird. Die Kamera wiegt schon einiges. Ja, aber zu Hause. Das ist jetzt auch das normal. Ist dann die Wanderherrenbekleidung, genau. Auch hier wieder Funktionshaken, 30 Euro eben. Genau. Die sind jetzt auch Softshell-Material, ja. Ja, genau. Das ist schon komfortabel auf jeden Fall. 3,99 das T-Shirt. Also man muss doch quasi hier was kaufen, wenn man reingeht, oder? Würde ich auch sagen, ja. Das ist natürlich auch als Mitarbeiter schwer, wenn man mal die neuen Produkte sieht. Muss man auch zugreifen. Ja. Oder hier da jetzt noch eine Daunenjacke. Ja. Die ist auch ganz, ganz leicht. Das heißt, ich kann die jetzt auch mal hier in den Rucksack packen. Wenn es dann kalt wird, irgendwie am Berg oder so, zieh die einfach an. Zahl aber mal eben 30 Euro. Ja. Genau. Das ist auch von den Farben her. Kunden, die kommen hier aus dem Saarland nur oder auch Luxemburg? Dadurch, dass IKEA direkt neben uns ist, die haben halt ein riesen Einzugsgebiet. Die kommen aus Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Frankreich. Also aus der Großregion, kann man sagen. Ne? Hier haben wir die Skibekleidung. Die wahrscheinlich Ski, Snowboard. Nicht mehr so lange. Die wird jetzt Ende März verschwinden, genau. Das switchen wir auf Sommer. Das sind jetzt praktisch so die letzten Wintersachen, die man jetzt noch genau, sieht. Genau. Und hier hängt dann normalerweise was? Hier wird dann der Showroom hinkommen für Zelte. Bergsport, Camping, Zelte. Das ist so ungefähr wann es dann losgeht? Also der Umbau ist am 18. März, genau. Also Ende März stehen wir komplett für die Campingsaison, die dann hoffentlich kommt. Und Klettern habt ihr auch? Klettern haben wir auch, ja. Wir haben jetzt eine neue Kletterhalle in Saarlouis. Da wollen wir das auch anbieten natürlich. Das heißt, ihr merkt das sofort, wenn irgendwo ein Angebot aufmacht, dass die Leute danach fragen, klar, habt ihr das sicher. Und das und so und so? Da kann man sich dann lokal drauf ausrichten. Ist ja auch wieder mal hier 8 Euro für den Rucksack. Genau. Der ist ja gar nicht so... Nee, der ist cool. Ja. Und die Farben... Fühlt sich nicht an wie 8 Euro, ne? Nee, gar nicht.
Das ist praktisch noch die Winterabteilung, die bald weg ist. Genau, genau. Skischuhe habt ihr auch? Skischuhe, Snowboardschuhe, Schlitten. Vielleicht nehmen wir zum Schluss noch ganz kurz mal zwei Sachen mit, also die mir bei euch ganz gut gefallen. Ihr habt natürlich Kassen, wo man selber auch kassieren kann. Ja, genau. Wenn es mal schnell gehen soll. Im Moment geht's ja. Also jetzt hier am Rosenmontag ist... also ich habe ihn selten so leer erlebt an einem Tag wie diesen. Das heißt, man kann ja selbst bongen. Wie genau. Funktioniert das? Ja, man scannt die Produkte und zahlt dann mit Kreditkarte oder EC-Karte. Unter Ihnen das Herzstück natürlich eine Fahrradwerkstatt nochmal. Genau, unser Service Point. Auch da gehen wir mal ganz kurz noch hin zum Abschluss, dann sind wir fast durch. Okay. Was wird hier gemacht an dem Service Point? Hier werden Fahrräder repariert, zum Beispiel Schläuche gewechselt, Schaltungen eingestellt. Dann werden Skier angenommen, zum Service verschickt und Bindungen werden hier auch noch eingestellt. Im Winter? Im Winter, im Sommer nicht. Im Sommer nur Fahrräder. Man kann aber auch im Roller kommen oder im Skateboard. Unser Mechaniker kümmert sich dann darum. Ich darf mal ganz kurz reinkommen. Mäuschen spielen. Mäuschen spielen? Ja. In der Werkstatt. Ja. Super. Achso, Verflockung nicht zu vergessen. Verflockung? Ne? Man kann sein T-Shirt personalisieren, auch für Vereine, Mannschaften. Ich brauche mal ein Beispiel hier, Verflockung. Ist das das da vorne? Genau, ja. Das ist jetzt schon ewig bei euch im Programm, oder? Ja, das haben wir schon immer. Man kann natürlich, wenn man will, auch zwischendurch mal ganz kurz eine Runde Tischtennis spielen. Tischtennis spielen. Genau. Lieber Marc. Ja. Wir sind durch. Knapp 35 Minuten haben wir gebraucht, nur okay. Mal schnell durchzugehen. Da kann man sich vorstellen, wie lange man braucht, wenn man hier die Sachen sieht, mal anprobiert und so weiter. Das heißt, da ist auch mal schnell ein Vormittag weg. Aber ich bin jetzt seit 19 Jahren hier. Genau. Prima. Wenn ihr was gewinnen möchtet, ganz einfach, es gibt einen 100-Euro-Gutschein. Ihr schreibt bitte als Kommentar den Satz, den wir noch kreieren werden. Den seht ihr in Facebook, plus die Abteilung aus den Sachen, Natur. Die ihr gerne, genau, zum Beispiel Natur, Fahrrad, Tischtennis. Wir haben jetzt alle Abteilungen oder die meisten Abteilungen kennengelernt. Wir werden in den nächsten Wochen nochmal vorbeikommen, wenn ihr umgebaut habt für den Sommer. Okay. Da gucken wir uns das Thema Zelte mal an. Ist das stark bei euch, ja, Zelte? Ja. Ich wusste gar nicht, dass noch so viele Leute zelten gehen. Es sind doch viele, doch, oder? Schon einiges, ja, auf jeden Fall. Super. Auch mal. Zur Festivalzeit. Ach so, stimmt, ja. Was natürlich auch ein Zelt sein kann, was nur einmal benutzt genau. wird. Genau, kann man auch stehen lassen. Kann man auch stehen lassen, ja. Und da habt ihr was da. Ja, ich bedanke mich vielmals. Also ihr seid entspannt. Das gefällt mir so an eurem Team. Es gibt eine tolle Garantie. Die 4 Wochen, 30 Tage Zufriedenheitsgarantie, wo ich praktisch alles zurückgeben kann, die natürlich auch nicht so stark missbraucht wird, wie man denkt. Ja, genau. Also die Leute können das zurückgeben. Und wenn du noch mal kurz und knapp sagst, wo man euch findet und die Öffnungszeiten. Ja, wir sind in Saarlouis-Liesdorf, direkt neben Ikea. Öffnungszeiten sind montags bis freitags ab 9.30 Uhr bis 20 Uhr und samstags ab 9 bis 20 Uhr. Sagt der Marc. Er ist Teamleiter hier im Decathlon in Saarlouis. Vielen, vielen Dank. Gerne.